10 aktuelle Fragen von euch, 10 Antworten von mir und von der KI. Willkommen, ich bin Martin Gartler von ForschenLernen.jetzt und ihr habt mir beim letzten Live-Meeting richtig aktuelle Fragen gestellt. Los geht's. Frage 1. Wie kann ich mich motivieren, an meiner Hausarbeit weiterzuschreiben und kontinuierlich dran zu bleiben? Hochaktuell, und wer hat sich diese Frage nicht auch schon mal gestellt? Bestimmt gibt es dazu Antworten, die auf eigene Selbststeuerung und eigenes Verhalten eingehen. Etwa auf den Biorhythmus zu achten, sich einen erhofften Erfolg zu visualisieren, erfahrene Kommilitonen um Rat zu fragen, sich ein Zeitmanagement zu schaffen. Ich glaube aber, dass man die eigene Motivation am besten aus eigenen Erfahrungen stärken kann. Nämlich die, bei denen sich schon einmal richtig viel Einsatz gelohnt hat. Und wie glücklich man dann ist, wenn das Ziel immer näher kommt. Ob es ein langer Fußmarsch bis zum ersehnten Strand auf einer heißen Insel war oder endlich das Geheimnis von einer nervenden Matheaufgabe geknackt zu haben. Oder das Üben mit dem Musikinstrument, das nichts von mir gelernt hat. Aber ich von ihm. Die eigene, die intrinsische Motivation, die braucht keine Vorbilder von außen, sondern die füttere ich am besten mit eigenen, richtig guten Erinnerungen und Erfahrungen. Da hatte es sich gelohnt, weiterzumachen, dann wird es sich auch jetzt lohnen. Einfach uns selbst zum Vorbild nehmen. Und was rät uns die KI? Setze klare Ziele. Schaffe eine strukturierte Arbeitsumgebung und belohne dich für Fortschritte. Nun, mit solchen Maßnahmen können wir uns auch beschäftigen. Warum nicht? Ich glaube aber, dass wir für unsere intrinsische Motivation keine Maßnahmen brauchen, sondern die Erinnerung an eigene, gute Erfahrungen mit dem Durchhalten und dem Weitermachen. Das kann helfen. Probieren Sie es doch mal aus. Das wird uns übrigens keine künstliche Intelligenz raten können, denn sie hat keine eigenen Erfahrungen, die sie auswerten kann.